Trainer Christian Ditz, 46, vom Hamburger SV greift für die Resthoffnung im Kampf um den Klassenerhalt weiter hart durch. Nach Mittelfeldspieler Wallas muss überraschend auch Innenverteidiger Magin Mavrai, 31, ab sofort bei der U21 der Hanseaten trainieren. Dies wurde dem albanischen Nationalspieler von Titz, Interimssportchef Thomas von Hesen und Bernhard Peters, Direktor Sport, mitgeteilt. Mavrai hatte am Dienstag noch mit seiner Nationalmannschaft gegen Norwegen gespielt. Die Begründung für die Degradierung des stellvertretenden Kapitäns ist schonungslos. Das Trainerteam hat sich aus sportlichen Erwägungen dazu entschieden, ab heute auf Magin Mavrai zu verzichten. Wir haben ihn daher angewiesen, bis auf Weiteres in der U21 am Training teilzunehmen, sagte Peters. Auch Wallas und Papadopoulos vor dem Aus. Mavrai, dessen Vertrag noch bis Sommer 2019 läuft, kommt in dieser Spielzeit bisher auf 17 Bundesligaeinsätze. In der Vorsaison bildete er mit Kyriakos Papadopoulos das Innenverteidiger-Duo auf dem Weg zum Klassenerhalt. Dem Griechen droht ebenfalls die Verbannung ins U21-Team. Er hatte Trainer Titz nach der Pleite gegen Hertha heftig kritisiert, weil er nicht in der Startelf gestanden hatte. Wallas muss hingegen vor allem aus disziplinarischen Gründen mit der zweiten Mannschaft des Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga trainieren.